Wer jetzt für FIFA 20 günstige, sichere und schnelle PSN-Karten oder Xbox Live-Karten braucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung vorbeischauen. Nutzt auch gerne den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Danke an alle Jungs und jetzt viel Spaß mit dem Video. Heute, Jungs, wird es anders, so wie Thomas. Ja. Freunde, was geht alle? Ey, heute werden Icon-Packs vielleicht das letzte Mal geballert. Mit Icon-Packs von mir und noch restliche Prime-Icon-Packs und auch weitere mit Icon-Packs von euch. Ja, wenn es euch gefällt und wir vielleicht doch noch was, noch einen Teil mehr machen sollen oder immer mal wieder, ja, Prime-Icon-Packs oder auch mit Icon-Packs von euch in meinen zum Beispiel Rewards-Videos zeigen, dann lasst es mich gerne wissen. Vielleicht schaffen wir die 2500 Likes zum Abschluss. Ich kann euch sagen, es ist ein Kracher heute dabei. Und ja, Freunde, ich überlege auch noch, ein weiteres mit Icon-Pack zu öffnen, dann bei meinen Rewards wahrscheinlich. Wenn ihr das auch gerne sehen möchtet und sagt, Max, komm, mach es jetzt, ja, dann machen wir das auf jeden Fall noch. Und schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wen ihr noch so in den letzten Tagen gezogen habt. Vielleicht war ja auch noch was Dickes dabei. Folgt mir gerne auf Instagram und schreibt mir da auch gerne, falls ihr noch irgendwelche Packs zur Verfügung habt. Und ich kann mich wirklich nur bedanken, in den letzten Tagen seid ihr anders eskaliert, ja, für euren Support. Ihr wisst es, der Virus und so am Start, aber da muss ich wirklich sagen, absolute auf jeden Fall Ehren-Community. Und ja, jetzt kann ich gar nicht mehr viel sagen. Ich würde sagen, ja, sagen, wir starten mit den Packs. Jungs, lasse das Packlack regnen. Please, gönnt EA. Los geht's mit den Icon Packs. Wir sind bei, ja, dem Andi. Der Ehren-Andi ist mal wieder am Start hier. Auf dem Account von seinem Kollegen, ne? Und ja, hallo. Ja, du kannst dich mal grüßen. Ey, was hat dein Kollege verkauft für diese Icon Packs? Er hat ein Future-Star Haaland. Ey, Freunde. Wenn sich das jetzt nicht bezahlt macht. Ja, wenn man Icon-Packs machen will, ja klar, kann man gern machen, aber ein Icon, ein Future-Star Haaland aufgeben, ich weiß nicht, ich hab Haaland gefunden. Das ist schwierig, ey. Vor allem bei den mittleren Icon-Packs, die sind ja schon recht teuer, muss man dazu sagen, Jungs. Wir gehen heute der Sache auf den Grund, ob man die Finger davon lassen soll oder nicht. Der Ehren-Andi hat natürlich auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne unten auch in der Beschreibung mal vorbeischauen, ne? Wäre auf jeden Fall, denke ich, stabil. Okay, komm, ey, mach den Counter, Jungs. Let's go. Mit Icon Pack Nummer 1. Ey, wir dürfen gar nicht mehr so rumschreien. Es ist schon echt spät, Jungs. Wenn jetzt Hulle kommt, ey. England. IV. Ferdinand. Oh, bitte Ferdinand wenigstens. Komm. Oh. Als. Oh. Ey. No. Ja, moin, Alter. Oh mein Gott. Das ist natürlich. Ja. Bobby Moore, ey. Freunde. Ich glaube, was Schlechteres geht gar nicht so, ne? Ja. Digga. Oh mein Gott. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist schon hart, ey. 66 Pace, den kannst du ja nicht mal zocken, ey. Ich hoffe, das wird besser. Ich hoffe. Das muss besser werden. Okay, ey. Ja, jetzt zähl du mal runter. Du hast vielleicht mehr Glück beim Runterzählen. 3, 2, 1, let's go. Jetzt gönn. Komm, yeah. Gönn jetzt, Alter. Ja, eine Holland. Gute Nation. Oh, stimmt. Cruyff oder so wäre auch nicht schlecht, Mann. Auf Ansage jetzt. Mexiko, nein. Ey, er hat den Sanchez, ne? Ja. Oh mein Gott, hat er Glück. Aber Hernandez ist ganz geil eigentlich. Der ist nicht spielbar. Ey, er hat den Sanchez gezogen, ne? Den Hugo Sanchez. Ja. Freunde, das wäre es gewesen. Aber Hernandez, der ist spielbar. Ich glaube, damit ist er, weiß ich nicht, zufrieden. Aber der ist schon ganz okay. Stell mal vor, er hätte einfach beide gezogen. Ey, das wäre Next Level. Aber der hat wenigstens ganz geile Werte so. Und kostet auch, ja, 300. 100.000. Da sind sie, Hernandez und Bobby Moore. Und davor, ja, habt ihr auch noch gezogen. Sanchez hattet ihr davor, ne? Und Van der Sar, ne? Ey, das gibt's nicht, Freunde. Ja, deine Bewertung dazu? Ich weiß nicht. Also über Sanchez und Hernandez hat mich gefreut, Van der Sar habe ich selber auch im Team und Moore ist genauso wie Baresi einfach unspielbar. Ja, das auf jeden Fall, ey. Den Moore, den kannst du echt vergessen. Aber der Hernandez, ich glaube, der wird ganz, ganz okay sein. Der schmeckt einfach. Freunde. Für Allen oder so. Ja, man, gönnt euch, also wir sind hier gerade bei Kevin am Start und ja, der flext jetzt hier gerade mit seinem First Owner Ronaldo. ja, man, wir sind hier um 2 Uhr nachts, ey,
und ich hoffe mal, das macht sich jetzt bezahlt, ne? Sein Kollege ist auch am Start. Ja, Jungs, was habt ihr für Erwartungen? Also, nein, aber du Hullet. Einfach Hullet. Nein, ich muss mit dem Mittelfeld-Icon, die man spielen kann, am besten so also, runter. Also ich schätze ganz ehrlich, irgendwie sowas Frankreich, so ja, Innenverteidiger oder so. Stimmt, ja, IV könntest du auch, ne? Ist Hierro, ist er gut? Ja, oder Hierro, also der geht, aber Kondogbia ist halt echt ein Beef, finde ich. Der ist besser so, wenn du vergleichst, ne, wahrscheinlich, als Hierro. Der ist auf jeden Fall besser als Hierro. Okay, mach gerne den Counter und ich wünsche viel Glück auf jeden Fall jetzt hier, Late Night, Jungs. Ja, Mann, viel hau Glück raus, ey. Viel okay, Glück, auch. Genau. 3, 2, 1. Oh, scheiße. Jetzt, ey, komm bitte, EA haut jetzt hier was raus, Mann. Dann fliege ich aus der Wohnung. Komm jetzt, R9. Jungs. Oh mein Gott, Brasilien. LF, wer ist das? Wer ist das? Nein, das ist Rivaldo, ne? Ja, Ronaldinho! Oh mein Gott, Max! Nice! Ach du Scheiße! Du bist der Beste, Ryan! Du hast den Besten gezogen von allen hier, von meinen Abos. Um 2 Uhr nachts, ey, ich darf nicht rumschreien, ey. Hä, warte mal, ist Rivaldo LFZOM? Keine Ahnung, ey. Nein, der ist auch LF, also ich auch nach Rivaldo, scheiße. Oh mein Gott! Ey, GG, Digga. Ey, das hat sich ja gelohnt. Nice. Junge. Ey, Jungs, let's go, Kevin mit Packlack hier, Alter. Ey, es gibt's nicht. Krass. Ey, wie viel wert ist der? Der ist doch safe 2-3 Millionen wert, oder? Mindestens. Ich weiß es gar nicht. Was? Was? 6 Millionen? Okay, ich sag 2-3 Millionen. Ich kann gleich hier, ey, mich einweisen lassen, Freunde. Jungs, Ronaldinho. Ja, hau raus, Alter, sag mal was, ey. Ich laber hier die ganze Zeit. Ey. Ey, Junge, der zieht. Ey, Knast Ronaldinho ist am Start, Jungs. Er ist jetzt im Knast, ihr wisst Bescheid, Alter. Aber, ja, du hast ihn rausgeholt, sozusagen. Ja, da muss der Name auf jeden Fall weichen, ne? Ja, krieg ich noch schon einen Name von Coins raus. Digga. Ey, ich glaube, ich sollte mein nächstes Icon Pack auch um 2 Uhr nachts ziehen, Freunde. Ich glaube, das ist die Taktik. Spitzen. Schwitzen alles. Krass, mit Disconnects alles dabei, ey. Ja, Kevin, ey. Heftig. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, Jungs, ey. Ronaldinho vom Knast jetzt hier bei Kevin am Start in dem Account drin. Wollt ihr noch irgendwas grüßen, keine Ahnung, raushauen? Ihr habt die letzten Worte, ich bin sprachlos. Ja, ich bin auch sprachlos. Ich habe jetzt 5 Stunden gespielt, nur um 3 Icons zu kommen mit Disconnects, mit Fisch, alles, mit EA drin. Und ja, oder Dino, Junge. Ey, aber jetzt musst du eigentlich jede Weekend League grinden, ne? Musst du eigentlich. Ist zu heftig, mal. Alter. Das wäre geil, sind fürs ohne Ronaldo und Ronaldinho. Stimmt, Ronaldo, Ronaldinho. Alles klar, Jungs, mehr Packler geht nicht bei EA. Bin gespannt, ey, was du noch ziehst. Wahrscheinlich, keine Ahnung, kommt da noch Maradona oder Pelé am Start, ey, wer weiß. Mächtig, Jungs, mächtig, mächtig. Wir sind hier auf dem Account von Florian und ja, der ist jetzt hier auch am Start, ne? Schickes Team, würde ich sagen. Ja. Ja, Drogba, Prime Icon gezogen. Und jetzt, du, wen wolltest du nochmal haben? Hau mal raus. Wen wolltest du am ersten? Ja, also ich hätte ganz gerne Mittelfeld-Icon, weil vorne im Sturm wechsle ich ganz gerne ab, aber so konstante Mittelfeld wäre schon ganz geil. Ja, Freunde, und du hast auch einen Kollegen und der soll richtig geile Musik machen, habe ich gehört von dir, ne? Ja, Mann, ja, Mann. Ja, der heißt Proximo. Wer Bock hat, sich mal freshe Musik noch so anzuschauen, kann gerne unten mal in der Beschreibung vorbeischauen. Da kommt ihr zu seinem Insta. Auf jeden Fall Ehre, supportet den Jungen. Und ja Digga. Ist ein Newcomer. Geht mega ab. Ja, genau, Newcomer. Und da hoffen wir mal, dass er da noch irgendwie groß rauskommt und du jetzt hier gleich noch ein dickes Pack ziehst. Und dann ist doch alles gut eigentlich. Freunde, dann wünsche ich dir viel Glück mit Icon Pack. Du willst einfach am besten irgendwie einen Sechser, meintest du, ne? Das wäre das Wahre. Perfekt. Auf geht's. Ich mach auf. Alles klar. Viel Glück, Florian. Let's go, Freunde. Mittleres Icon Pack. Wir schauen einfach mal, ob EA den Gönnermodus anschaltet oder nicht. Sogar im Foot Birthday Design heute. Mal gucken. Komm, gute Nation. Oh, Frankreich. Ey, Vieira. Das ist Vieira. Oh mein Gott. Das ist Vieira. Oh, Digga. Oh mein Gott. Ey, den hast du am Anfang predicted.
Ey, du hast ihn du wolltest den, ne? Ey, was ist das? Ich sag's euch am Anfang des Calls hier heute. Sagt der Florian, ja, so ein Vieira, das ist mein Ziel. Ich so, hä, gar kein R9. Nein, er will den Vieira haben. Und er zählt ihn. Ja, GG. Ey, nein. GG, Mann. Ey. Nice, Alter. Und wir haben gerade so Struggle gehabt mit Shareplay, ne? Muss man auch noch mal sagen. Ey, ja, weil jetzt jeder natürlich zu Hause chillt. Ihr wisst es, der Virus. Aber ja, jetzt hat es irgendwie funktioniert und es hat sich einfach gelohnt. Deine Bewertung, hau mal raus, Alter. Ich sag hier schon wieder viel zu viel. Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der kommt direkt. Der passt perfekt rein. Oh mein Gott, Alter. Ja, schauen wir uns das Team nochmal an hier. Freunde, ich weiß gar nicht, wie teuer ist Vieira? Der kostet auch 2 Millionen oder so, ne? Können wir uns kurz angucken, ja. Alter, ja, keine Guardiola, wer ist Guardiola? Raus mit dem. Krank, Freunde. Aber easy, ja, da ist er. Vieira ist am Start, Jungs. Oh mein Gott. Als ob der kommt und du das sagst, ey. Oh mein Gott, Junge. Ja, 2 Millionen, niemals. Und du hast ja, wen hast du noch gezogen? Hau mal raus. Du hattest Drogba gezogen, dann hattest du Ronaldo gezogen, Van Dijk. Du hattest schon einiges an Luck, ne? Ja, und Kühlmann Prime, ich bin auch am Start. Im ey, Jungs, ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, was du mit EA gemacht hast, aber dein PSN-Name ist ja eigentlich was gegen EA. Wir sagen jetzt mal nicht, wie es heißt. Freunde, zu krass, Alter. Ich muss einfach sagen, ich will was Spielbares, der Rest ist mir egal. Let's go! Mit welchen beiden Spielern? Das ist hier die Frage der Fragen. Komm, gute Nation. Brasilien wäre geil, würde ich feiern. Holland! Stürmer, och nee, nein. Ist das so? Kluivert. Okay. Ey, aber das geht auch noch. Alter. Kluivert kostet 200k. Der kostet 200k bei mir. Ehre, Jungs. EA hat wieder gegönnt. Ich dachte, das wäre der Full-Lit geworden heute. Naja. Ja, Freunde, Kluivert schließt das Video ab. Ich würde sagen, ja, das geht auf jeden Fall. Er ist spielbar für die Vergangenheit und so kann man den auf jeden Fall, denke ich, ganz gut benutzen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da, wenn wir das Ganze nochmal machen sollen. Ich überlege auch mit Icon Pack noch auf dem zweiten Account von mir zu machen. Ja, wer das sehen möchte, lasst es mich gerne wissen. Und dann kann ich gar nichts mehr sagen. Macht's gut, haut rein. Schreibt gerne rein, wen ihr noch so gezogen habt. Und bis zum nächsten Mal.